Skepsis der deutsche Achter zum Schlussspurt an. Schneller sind sie geworden. Die Ruderriesen von der Ditt machen sie Kiel und die Techniker aus Ratzeburg. Eine Luftkraftlänge Führung für Deutschland und der Schlussspurt wird herausgepeitscht. Ja, bei uns wurde nicht die Nationalhymne gespielt, sondern für die gemeinsame deutsche Mannschaft die 9. Sinfonie von Beethoven. Das war wunderschön. Das ist ja eine Ode an die Freude und ist natürlich ideal sozusagen für die Idee der Völkerverständigung von Jugendlichen, jungen Menschen und eben auch durch Sportler. So hat sich Olympiasieger Hans Lenk vor fast 60 Jahren die Zukunft erträumt. Alle Menschen werden Brüder oder eben Schwestern, mehr Zusammenhalt und weniger Nationalismus. Und jetzt? So wirklich was draus geworden ist nicht. Nicht im Sport, nicht in den Parlamenten und erst recht nicht auf der Straße. Das ist einfach echt krass. Mir kommt es vor, als ob der Nationalismus in Deutschland ein Comeback erlebt. Aber eben nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich gibt es die FPÖ, in Italien die Lega Nord, in Ungarn Fidesz. Überall fordern Politiker mehr Nationalismus und sie werden gewählt. Diese Kameltreiber sollen sich dorthin scheren, wo sie hingehören. Weit, weit, weit hinter dem Bosporus zu ihren Lehmhütten und Vielweibern. Hier haben sie nichts zu suchen und nichts zu melden. Punkt. Nationalismus ist heute das Thema bei Respekt. Woher kommt es, dass Nationalismus wieder zunimmt? Was ist der Unterschied zum Patriotismus? Und ab wann wird Nationalismus gefährlich? Was ist dran an dem Glauben, dass eine Nation besser ist als die andere? Und dass nationale Ziele wichtiger sind als die gemeinsamen? Und vor allem, was ist eigentlich Deutsch? Deutsch? Ja, überhaupt nichts mehr. Das heißt? Ja, es sind bald mehr andere da als was. Aber du darfst da nichts sagen, weil sonst bist du ausländerfeindlich. Gründlichkeit, Pünktlichkeit, das ist typisch deutsch. Die meisten sind unfreundlich und unzufrieden. Ja, und ein gutes Lebensgefühl hat aufgrund der Umgebung hier und so. Wir sind ehrliche Leute. Gibt es irgendwas, was die Deutschen besser können als andere? Ja. Und zwar alles, was mit Maschinen zu tun hat. Ingenieurwesen, Qualität liefern. Also ich glaube, die Effizienz, ja, dafür wird ja Deutschland auch bewundert. Also alles ist effizient. Ob das dann auch so lustig ist oder so sympathisch ist, was anderes. Gar nicht so einfach. Nationalist, Patriot. Damit wir wissen, von was wir eigentlich sprechen, will ich jetzt mal die Begriffe klären, so wie sie meistens verwendet werden. Ist zwar kein schöner Strich, aber egal. Und die Mitte ist jetzt irgendwo hier. So, dann haben wir erstmal rechts der Mitte haben wir den Patrioten. Ich liebe mein Land und ich tue alles dafür, damit es auch ein so schönes Land bleibt. Aber andere Länder sind schon auch schön. Bisschen weiter rechts davon haben wir den Nationalisten. Natürlich liebe ich mein Land. Ich meine, es ist ja auch das beste Land der Welt. Dann kommt im Grunde nur noch der Chauvinist, der alles andere verabscheut und der Nazi, der sogar gewaltbereit gegenüber anderen ist. Links der Mitte, der Verfassungspatriot. Es steht doch alles hier drin, Leute. Das deutsche Volk bekennt sich zu Menschenrechten als Grundlage jeder menschlichen Gemeinschaft, des Friedens und der Gerechtigkeit in der Welt. Bisschen weiter links davon, der bunte Kosmopolit. Bonjour, mes amis, hasta la vista. Die Welt ist mein Zuhause. Daneben kommt im Grunde nur noch der Antideutsche, der alles Deutsche verabscheut. Und jetzt frage ich mich, wo wird Nationalismus eigentlich zum Problem? Hier? Hier? Oder erst hier? Einer, der sich seit vielen Jahren mit so schwierigen Fragen beschäftigt, ist der Philosoph Hans Lenk. Er war Präsident der Weltakademie für Philosophie, was so ziemlich das höchste Philosophenamt ist. Und er ist Olympiasieger, 1960 im deutschen Ruderachter. Guten Tag. Hallo, guten Tag. Hans Lenk. Hallo, Sabine Pusch. Aha, und der Rest vom Team. Der Rest vom Team, ja. Wie war das denn bei Ihnen damals, also als Sie da mit dem deutschen Ruderachter gewonnen haben? Für wen haben Sie denn gewonnen? Haben Sie
für Deutschland geworden? Haben Sie sich als deutscher Sportler gesehen? Ja, natürlich haben wir uns als deutsche Sportler gesehen auch, nicht? Aber erstens haben wir natürlich in erster Linie für uns selber und die Mannschaft und auch unseren Heimatverein und so etwas gerudert, nicht? Und das andere spielte eine Rolle und wir waren natürlich auch stolz, da als Vertreter auftreten zu können, nicht? Und wir hatten aber den großen Vorteil, dass bei uns eben keine deutsche Nationalfahne gehisst wurde, sondern eine Gemeinschaftsfahne der beiden deutschen Olympiamannschaften, die ja eine waren damals, eine zusammengewürfelte also Ost-West-Mannschaft. Erstmalig. Und wir hatten auch keine Nationalhymne, die gespielt wurde. Und das fand ich also noch besser eigentlich. Sondern, was kam wir denn? Wir hatten die 9. Symphonie von Beethoven. Nicht? Oder an die Freude. Oder dann. An die Freude, ja. Und das ist ja dann später die Europahymne geworden. Was war denn da so Ihre Hoffnung für die Zukunft? Also wir hatten damals die Hoffnung, dass das tatsächlich zusammenwächst einmal. Nicht? Man hat darüber hinaus natürlich auch gehofft, dass dieses Signal der olympischen Bewegung, der olympischen Spiele auch darüber hinaus sozusagen eine Art von Einigungsfunktion ausüben könnte. Und das ist ja auch vielfach behauptet worden. Also für die ganze Welt jetzt auch, oder? Völkerverständigung durch Sport, durch internationale olympische Spiele und Ähnliches. Aber das ist ja noch nicht so geschehen. Warum wollen die Menschen denn überhaupt irgendwelche nationalen Symbole? Also woher kommt es her, dass Menschen eine Nation wollen? Ja, das ist natürlich ein Riesenproblem. Nicht? Nationen sind ja zum Teil künstlich geschaffene, großenteils sogar künstlich geschaffene Konstrukte. Andererseits ist es so, dass heute gerade im Sport natürlich die jungen Leute nun etwa gerade im Fußball nun dem nachrennen, nicht? Und diese mit den Nationalfahnen. Nicht? Glauben Sie, dass diese nationale Symbolik oder diese nationalen Symbole teilweise einfach auch Sicherheit geben? Ja, die geben natürlich Identitätsbewusstsein, nicht? Und man identifiziert sich nun weniger mit den Symbolen, das sind ja sozusagen äußere Zeichen, sondern natürlich mit dem Zugehörigkeitsgefühl. Nicht? Und der Ruderverband hat sogar, der internationale Ruderverband in den Anfang der 80er Jahre oder auch schon Ende der 70er Jahre bei Europameisterschaften zunächst die Nationalfahnen weggelassen. Mhm. Bei der Siegerehrung. Schön. Was ist denn eigentlich Ihr Fazit zum Nationalismus? Ja, möglichst wenig Nationalismus, aber dafür viel Freundschaft über die Völkergrenzen hinweg. Und möglichst so mit der 9. Symphonie von Beethoven bzw. der Ode an die Freude von Schiller. Schön wär's, ne? Ja. Genau. Also danke, dass Sie Zeit hatten. Tschüss. Nationalismus gibt es eigentlich erst seit dem 18. bzw. 19. Jahrhundert. Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung 1776 und die Französische Revolution 1789. Eine Zeitenwende. Abschaffung der Feudalherrschaft. Aufhebung der Stände. Jetzt gilt Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit. Viele Vorrechte des Adels werden abgeschafft. Alle Menschen sollen gleich behandelt werden, als Bürger. Es braucht eine gemeinsame Idee, die alle vereint. Die Nation. Im 19. Jahrhundert breiten sich revolutionäre Ideen in ganz Europa aus. Überall fordern die Menschen Freiheit und Gleichheit aller Bürger. Weg mit der ungerechten Ständegesellschaft. Die Idee der Nation wird für viele Länder der Rahmen, der die Gesellschaft zusammenhalten soll. Dafür braucht es aber Inhalte, zum Beispiel eine gemeinsame Sprache, eine vermeintlich gemeinsame Geschichte und Kultur und gemeinsame Gegner. So entsteht eine nationale Identität. Nationalisten übertreiben es,
Sie verdrehen das damals Fortschrittliche und Einigende. Sie machen die Idee von der Nation zur Ideologie. Die Folge? Übersteigertes Nationalbewusstsein, Überlegenheitsgefühl und Ausgrenzung. Nationalisten behaupten zum Beispiel, wir sind besser als andere. Deshalb haben wir Ansprüche auf andere Länder. Die Folge? Konflikte mit anderen Staaten, bis hin zu den beiden Weltkriegen im 20. Jahrhundert. Und auch im Inland sorgt Nationalismus für Ärger und Aggression. Er richtet sich gegen alle, die angeblich nicht zur Nation gehören. Vermeintliche Ausländer, Menschen mit anderem Glauben und anderer Kultur, Menschen mit anderem Weltbild. Symbole, die das Nationalgefühl unterstützen, die Nationalflagge und die Nationalhymne. Beides vereinnahmen Nationalisten für ihre politischen Zwecke. Das Extrembeispiel, die Nationalsozialisten. Sie sangen nur die erste Strophe der Nationalhymne. Deutschland über alles. Ideologie ganz im Sinne der Nationalisten. Damit sich das nicht wiederholt und um Nationalismus vorzubeugen, wird heute nur noch die dritte Strophe gesungen. Die betont die positiven Forderungen, auch aus der Französischen Revolution. Einigkeit und Recht und Freiheit. Okay, also wir können schon mal festhalten, Nationalismus ist, wenn man den Wert der eigenen Nation übersteigert. Wenn man sein eigenes Land und sich selbst wichtiger und besser findet als alle anderen 193. Und wenn man andere abwertet. Gibt's ja nicht nur bei uns. From this day forward, it's going to be only America first. Komisch eigentlich, ne? Wieso sollte das Land, in dem man selbst geboren wurde, ausgerechnet das Tollste und Beste und Schönste sein? Und wo fängt so ein Land an und wo hört es wieder auf? Und wer gehört zu diesem Land und wer nicht? Auf Deutschland bezogen natürlich alle, die hier leben. Ich zähle mich da natürlich auch selber dazu. Das heißt, du bist nicht aus Deutschland? Ich bin hier geboren und aufgewachsen, aber meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei. Und schon seit klein auf fühle ich mich eigentlich deutsch und nicht anders. Ich glaube, es können alle dazu, die dazugehören wollen und bereit sind, also die hier leben und auch natürlich sich zugehörig fühlen. Die Leute, die sich gut integrieren lassen hier, das ist in Ordnung. Alle, die sich auch so verhalten und die auch sich als Deutsche fühlen. Und wann verhält man sich als Deutscher? Wenn man keine Scheiße baut. Also, es gibt eine ganz klare Definition, wer zum deutschen Volk gehört. Deutsch ist laut Grundgesetz, wer einen deutschen Pass hat. Fertig. Trotzdem definieren sich viele über ihre Nationalität. Das war nicht immer so. Natio kommt aus dem Lateinischen. Es bedeutet Geburt oder Herkunft, aber auch Volksstamm oder Völkerschaft. Das Wort Nation bezeichnet also eine Gruppe von Menschen mit denselben Merkmalen, zum Beispiel dieselbe Sprache, dieselbe Ethnie, dieselbe Kultur, dieselbe Religion oder eine gemeinsame politische Tradition. Einen Staat kennzeichnen drei Dinge. Ein gemeinsames Land, das Staatsgebiet. Die Menschen, die darin wohnen, das Staatsvolk. Und die Menschen, die das Land regieren, die Staatsgewalt. Staatsgebiet, Staatsvolk und Staatsgewalt hat auch der sogenannte Nationalstaat. Dazu kommt aber, die Menschen, die hier leben, fühlen sich alle als Teil einer Nation. Anders beim Vielvölkerstaat oder Nationalitätenstaat. Hier leben Menschen zusammen, die sich verschiedenen Nationalitäten zugehörig fühlen. Grundlage eines Nationalstaates ist, dass jedes Mitglied überhaupt weiß, dass es zu einer Nation gehört. Das nennt man Nationalgefühl bzw. Nationalbewusstsein. Ohne Nationalbewusstsein kein Nationalstaat. So zumindest die Theorie. Deshalb wird es immer wieder erzeugt. Von der Antike bis zum Mittelalter gab es Stadtstaaten, Fürstentümer oder sehr große Reiche, wie beispielsweise das Römische Reich, aber keine Nationalstaaten.
Die entwickelten sich erst in der Neuzeit, ab dem 16. Jahrhundert. Wirklich durchsetzen konnte sich die Idee vom Nationalstaat in fast allen europäischen Ländern dann mit der Französischen Revolution. Heute, im Zeitalter der Globalisierung, sind Fernreisen, weltweiter Handel und globaler Austausch übers Internet Alltag. Der Gedanke an einen Nationalstaat mit vermeintlich einheitlichem Staatsvolk und festen Grenzen wirkt überholt. Ich bin jetzt gerade in Berlin am Bard College und treffe mich mit der Historikerin Marion Detjen. Die beschäftigt sich nämlich seit Jahren mit dem Nationalismus und hat schon sehr viel dazu geschrieben und geforscht. Und sie kann mir ja hoffentlich auch erklären, wieso das mit dem Nationalismus wieder zunimmt und wann das zum Problem wird. Guten Morgen. Hallo. Sabine Busch. Hallo. Ja, willkommen. Dankeschön. Ich habe so eine Skala aufgemalt. Von ganz rechts steht der Nazi und ganz links ist der Antideutsche. Wo würden Sie denn sagen, auf welcher Position der Skala Sie stehen? Also in Bezug auf Nationalismus und Patriotismus, glaube ich, macht diese Skala keinen Sinn und ich würde mich da nirgendwo gerne einordnen. Aha. Wollen. Man muss ja sehen, dass Nationalismus und Patriotismus eigentlich was ganz, ganz Unterschiedliches sind. Patriotismus gibt es überall auf der ganzen Welt und es kann sich auf jede Art von politischer Gemeinschaft beziehen. Ob das jetzt ein Dorf ist oder man eben ein bayerischer Patriot ist oder ein europäischer Patriot, da ist alles möglich und da muss man aber eben dann immer bestimmen, für was man eigentlich steht, wenn man diese Gemeinschaft meint. Während Nationalismus tatsächlich was ganz anderes ist. Das ist eine politische Ideologie, die den Nationalstaat mit den Angehörigen der Nation identifiziert und absolut setzt. Mhm. Und sozusagen so eine Einheit konstruiert von Staat, Staatsgewalt, Staatsbürgern und Territorium. Und da passt sozusagen überhaupt nichts mehr von der Seite rein. Mhm. Ja, das ist gedacht als eine geschlossene Einheit, die in dieser Einheit komplett bewahrt werden muss. Und ab wann wird Nationalismus dann zum Problem? Man muss eben immer gucken, hat der Nationalismus gerade eine Aufgabe, eine Funktion, kann er wirklich ein konkretes Problem lösen oder eben nicht. Also zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg war Nationalismus in gewisser Weise sinnvoll, um die ganzen Deutschen, die eben in den Ostgebieten ohne eine Staatsangehörigkeit waren, die halt irgendwie irgendwo aufgenommen werden mussten, um die dann einzuschließen in diesen Verbund der Deutschen. Da hat der Nationalismus sozusagen eine Funktion, aber zu den meisten Zeiten ist Nationalismus eigentlich eher schädlich und hilft uns nicht, konkrete Probleme, die wir haben, zu lösen. Jetzt auf jeden Fall sehr süß hier alles. Kuschelige Uni. 60 Nationen und 300 Studierende. 5 Kontinente insgesamt. Hey, hello. Abdullah. Hallo, Sabine. Nice to meet you. Nice to meet you too. Das ist ja so schön. Yeah. So, Abdullah, what's nationalism for you? If you had asked me this question 3 years ago, mm-hmm. I would have answered, it's something good. It's the sense of national identity. It's the sense of belonging to a country. It's something good, but I guess now it's different. When we hear about nationalism, we hear about bad feelings, we hear about anger, we hear about racism. What exactly changed your mind? I guess it started
in the election of, it started when Donald Trump won the presidential election in the US. How is that in Syria with the nationalism? I guess it's different. Yeah, it's quite different. The term has another definition there, because, you know, back home we have different ethnicities and each one of them has another interpretation to nationalism. So the Kurds, you know, they think about it in a way, the Arabs think about it in another way. In Syria, you have a lot of different ethnicities in your country. Mm-hmm. Do you think that nationalism could help Syria? I don't think so, because you already said it. Because we have so many different ethnicities, I guess nationalism would divide people rather than bring them together, because each one has a different perspective. Würden Sie sagen, dass es Situationen gibt, in denen Nationalismus irgendwie noch Sinn macht? Unter den Bedingungen des 21. Jahrhunderts mit der Massengesellschaft und den globalen Problemen, den von Migration und so weiter, macht Nationalismus einfach überhaupt gar keinen Sinn mehr. Okay, also egal mit wem ich spreche, ob mit syrischen Studenten oder mit einer deutschen Historikerin, Nationalismus ist immer schlecht. Einfach weil es eine Ideologie ist, die den Menschen Sicherheit verspricht, die sie nicht leisten kann. Und die Probleme unserer Zeit sind einfach viel zu groß, als dass man sie mit nationalen Alleingängen lösen könnte. Deswegen bin ich jetzt wieder zurück in München, und zwar im Zoo, weil hier treffe ich mich mit Michael Schrödel, der ist Biologe und kämpft viel für Klima- und Artenschutz. Und Sie werden mir jetzt zeigen, wer noch ein Opfer von Nationalismus ist. Ja, die da sind ein gutes Beispiel. Das sind die Eisbären, jeder kennt sie. Und sie haben sich ja zum Symbol entwickelt. Ja, und man möchte meinen, dass so gefährdete Tiere auch ordentlich geschützt sind. Aber leider gibt es eben Nationen, die Eisbären nicht schützen. Da gibt es das absurde Beispiel: Wenn ich in Alaska Eisbären jagen will, dann darf ich es nicht, weil es verboten ist. Aber in Kanada ist es erlaubt. Also gehe ich nach Kanada, wenn ich Eisbären abballern will. Ist das nicht verrückt? Es ist wahnsinnig verrückt. Aber wenn es jetzt im Klima- und im Artenschutz internationale Vereinbarungen geben würde, dann würden Sie doch wesentlich weiterkommen. Ja, die gibt es auch. Also es gibt mehrere Abkommen, aber inwiefern dann manche Länder ausscheren, meistens aus ökonomischen Gründen, das liegt natürlich in deren Angelegenheit und in deren Interesse. Und dann ist es eben möglich, dass Tiere auf der einen Seite von der Grenze gut geschützt sind und kaum machen sie einen Schritt drüber oder fliegen drüber, schon landen sie im Kochtopf. Und das geht natürlich so nicht und das betrifft sehr viele Tierarten leider. Aber ich meine, das gilt ja jetzt nicht nur für den Artenschutz, sondern auch für den Klimaschutz. Selbstverständlich. Bezüglich Klimaschutz ist natürlich so, dass die Welt sich nach zähen Verhandlungen auf das Pariser Klimaziel geeinigt hat. Fast alle Länder dieser Welt machen mit und dann kommt Präsident Trump daher und macht auf einmal nicht mehr mit. Dann ist immer die Gefahr da, dass andere Länder nachahmen. Ja, wenn USA aus wirtschaftlichen Interessen, und das ist es ja, austreten, warum soll dann irgendein kleines Land XY nicht auch austreten und den maximalen persönlichen oder nationalen Vorteil eben suchen? Also Nationalismus stört ganz gewaltig, wenn wir globale Probleme in den Griff kriegen wollen. Eigentlich bräuchten wir so eine Art Weltinnenpolitik für die großen Themen, also Migration, Gesundheit, Umweltschutz, Terrorismus. Deswegen, wir sollten alle zusammen was gegen den wiederaufkommenden Nationalismus tun. Aber was? Um das rauszufinden, treffe ich heute Abend ein paar Leute, die was bewegen wollen, die sich einsetzen für internationale Zusammenarbeit. Hallo, hallo. Sabine. Lisa. Hallo. Hallo. Hallo, Jacopo. Weil du hast ja hier Volt jetzt in München gegründet. Das ist eine europäische, internationale Partei. Wie kann denn sowas überhaupt funktionieren? Also es ist die erste gesamteuropäische Partei. Und wir haben die vor 1,5 Jahren gegründet. Eine Italiener, ein Deutscher und eine Französin. Und seitdem sind wir in ganz Europa gewachsen, haben inzwischen in allen 28 EU-Staaten Partei, also wir haben Gruppen und in 9 Ländern sind wir schon als Partei gegründet. Ich stelle mir das total schwierig vor. Also wie funktioniert denn so eine Zusammenarbeit? Ich meine, es sind so viele Länder, so viele Interessen. Wie kriegt man die denn unter einen Hut? So unterschiedlich sind die gar nicht. Wir versuchen eben auf gemeinsame Lösungen hinzuarbeiten.
Und gerade wenn wir dann eben gemeinsam mit allen Perspektiven von Anfang an an einem Thema arbeiten, stehen am Ende eben auch alle hinter diesen Lösungen, die wir da erarbeiten. Und du kommst ja jetzt nicht aus Deutschland, oder? Nee, ich komme aus Mailand, Italien, und seit 5 Jahren wohne und arbeite ich in Deutschland. Was sind denn so die Herausforderungen, wenn man eben eine europäische Partei hat? Es gibt politische Herausforderungen. In diesem Moment fühlen sich viele Länder von der Europäischen Union alleingelassen. Das ist, was zum Beispiel in Italien passiert. Und wir möchten wirklich stark gegen diese Tendenz steuern. Wir erkennen den Mehrwert der Europäischen Union und wir erkennen das Potenzial. Und wir möchten diese Potenziale entwickeln, verstärken, die Europäische Union demokratischer machen, damit es wirklich alle europäischen Bürger das als großen Schatz für die Allgemeinheit erkennen können. I hope you have a good evening, and yeah, we're going to continue here with our meet and greet. Bye. Wenn wir weiterhin auf unserer Erde friedlich durchs All schweben wollen, dann ist Zusammenarbeit deutlich sinnvoller als Alleingänge von künstlich konstruierten Nationen. Und man darf sich ja auch mit seinem Land, mit seiner Herkunft identifizieren und stolz auf Dinge sein, sich über Dinge freuen. Ich zum Beispiel freue mich nach jedem Urlaub über Vollkornbrot. Das heißt natürlich nicht, dass andere angefeindet oder ausgegrenzt werden dürfen. Nationalismus ist nie gut, das habe ich auf jeden Fall gelernt. Und die wirklich großen Probleme, die können wir auch nur zusammen lösen. Also zusammen und mit Respekt voreinander. Man sieht natürlich keine Grenzen, das ist klar. Man überfliegt Kontinente, man kann Kontinente überschauen. Und das ist eben etwas, was so das Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Einzigartigkeit von unserem Planeten unterstreicht. Und man bekommt schon ein gutes Gefühl dafür, dass zunächst mal die Erde aus dieser Höhe von 400 Kilometern wunderschön aussieht. Und auf der anderen Seite weiß man natürlich, dass die Wirklichkeit auf der Erde nicht immer ganz so schön ist. Und da wünscht man sich eigentlich, dass dieser schöne Anblick irgendwann mal, hoffentlich in nicht allzu ferner Zukunft, in Einklang mit der Wirklichkeit hier auf der Oberfläche steht.